Ja, so fällt Das mir sieht jetzt. keiner. Was denken Sie, wie unsere Schule in ein paar Jahren aussehen wird? So rein optisch wird sie wahrscheinlich noch genauso aussehen wie heute, weil die Fassade der Schule und auch teilweise im Inneren steht unter Denkmalschutz und dann darf nichts geändert werden. Das heißt, das Einzige, was passieren könnte, wäre, dass das Gebäude einen neuen Anstrich kriegt. Dann sehen die Farben nochmal schöner aus, dieses Orange, aber ihr müsst, könnt nicht damit rechnen, dass wir irgendwann eine pinkfarbene Schule haben. Was denkst du, wird es die Schule noch geben? Na klar, wird es die Schule noch geben. Wie viele Schülerinnen und Schüler denken Sie, wird es in ein paar Jahren geben? Ich denke, wir werden genauso viele Schüler ungefähr haben wie jetzt. Aktuell haben wir 330 Schülerinnen und Schüler und ich denke, das wird auch so bleiben, weil ich nicht damit rechne, dass die Stadt irgendwann genug Geld haben wird, uns noch ein zusätzliches Schulgebäude hier auf das Gelände zu bauen. Insofern werden wir leider nicht mehr wachsen können. Wie viele Räume werden wir in unserer Schule haben? Naja, das ergibt sich aus dem, was ich eben gesagt habe. Ich denke, es werden genauso viele Räume sein wie bisher. Es kann vielleicht sein, dass wir den einen oder anderen Raum für andere Zwecke umnutzen. Ich weiß zum Beispiel, im Moment gibt es noch einen Französischraum, der nicht als solches genutzt wird. Und mein Bestreben ist ja, dass es irgendwann einen Schülerraum gibt für die Schüler Mitverwaltung. Das kann sein, dass es kleinere Änderungen geben wird in der Raumnutzung. Okay. Wird in der Schule der Zukunft jedes Kind aufgenommen oder werden die Schül die, wird die Schule rassistisch sein? Da die Schule nicht rassistisch ist, wird sie auch nicht rassistisch werden. Darauf achten wir sehr stark, also sowohl was die Lehrpersonen betrifft, als auch Schüler, Schülerinnen untereinander. Insofern gehe ich davon aus, dass auch weiterhin alle Schüler, Schülerinnen, die an unsere Schule kommen wollen, aufgenommen werden können. Okay. Wie wird das Gebäude der Schule in der Zukunft von außen aussehen? Die Frage habe ich, glaube ich, eigentlich schon beantwortet. Ich gehe davon aus, dass das Gebäude genauso aussehen wird wie im Moment, weil wir es nicht verändern dürfen, weil das Schulgebäude unter Denkmalschutz steht. Okay. Um welche Uhrzeit wird die Schule der Zukunft beginnen und wann wird sie enden? Da gibt es jetzt zwei Antworten, die ich dir gebe. Das eine ist das, was ich denke, wie es sein wird. Ich glaube, es bleibt so, wie es jetzt ist. Das heißt, Halbtagsschule von 8 bis 13 Uhr, Ganztagsschule von 8 bis 16 Uhr und freitags sowohl Halbtags- als auch Ganztagsschule von 8 bis 13 Uhr. Was ich mir wünschen würde und wo die Entwicklung vielleicht hingehen sollte, ist, dass Schule später anfängt. Es gibt inzwischen wissenschaftliche Erkenntnisse, dass vom Biorhythmus her Schüler, Schülerinnen im Wachstum, in der Pubertät mehr Schlaf brauchen, anders schlafen müssen und deshalb später fit werden. Insofern denke ich, es würde Sinn machen, wenn Schule später anfangen würde, aber dafür halt ein bisschen länger dauern würde. Existiert Schule überhaupt noch in der Zukunft? Das ist eine gute Frage. Ich denke, auch hier wird es so sein. Ich denke, Schule bleibt, weil es einfach in unseren Gesetzen verankert ist. Schulpflicht wird wahrscheinlich auch bleiben, weil es in unseren Gesetzen steht. Wobei es viele Leute gibt, Wissenschaftler, denen ich auch folge zum Teil, die denken, Schule müsste sich völlig stark verändern, hin zu Häusern der Bildung zum Beispiel. Das heißt, Schüler oder Menschen lernen ihr Lebtag lang, also auch als Erwachsene oder als Senioren sogar. Und es gibt Gebäude, öffentliche Gebäude, wo man hingehen kann, wo es Leute gibt, die etwas können und anderen etwas vermitteln können. Und in diesen Häusern der Bildung findet dann Lernen statt. Und das ist vorstellbar bei ganz jungen Kindern schon, bei Jugendlichen, aber auch eben bei Erwachsenen, die etwas dazulernen wollen. Das wäre so eine Wunschvorstellung, die ich hätte. Aber ob es dazu kommt,
Weiß ich nicht. Okay. Wie werden die Schülerinnen oder Schüler in der Schule der Zukunft lernen? Ich gehe davon aus, dass Lernen sich ganz stark verändern wird, weil wir als Lehrperson nicht mehr wissen, was ihr Kinder, Jugendlichen später als Erwachsene wissen müsst. Und deshalb, weil wir das nicht mehr wissen, früher war das so, man konnte das ziemlich genau sich vorstellen, was ihr braucht als Erwachsene, das können wir inzwischen nicht mehr. Und deshalb denke ich, dass wir euch beibringen müssen, und das ist unser erstes Ziel, Dinge euch selbst zu erarbeiten und selbst zu lernen. Und aus den Quellen, die es gibt, da ist zu benennen das Internet, neu dazugekommen ist im Rahmen von Internetnutzung auch künstliche Intelligenz, die man nutzen kann. Und ich glaube, wir müssen euch einfach beibringen, diese Sachen sinnvoll zu nutzen und euch nicht, ja, auf falsche Wege bringen zu lassen. Also zum Beispiel, dass ihr lernt einzuschätzen, was ist wirklich die Wahrheit und was ist möglicherweise Fake. Darum wird es gehen, euch solche Kompetenzen zu vermitteln. Was denkst du, wie diese Schule in ein paar Jahren aussehen wird? Das Schulgebäude habe ich ja schon beantwortet, wie das aussehen wird. Gehe ich davon aus, genauso. Und das andere, wie Schule sich intern gestaltet. Ich glaube, wir werden mehr Medien haben, also was jetzt in vielen Klassen schon vorhanden ist, nämlich interaktive Whiteboards oder diese großen Monitore, wird wahrscheinlich ergänzt werden durch andere technische Errungenschaften. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn die Robotik so weiterschreitet, wie sie im Moment voranschreitet, dass wir als Lehrer Roboterassistenten noch haben werden in der Klasse. Das würde ich ganz witzig finden. Interessant. Werden in 5 Jahren viele Lehrerinnen oder Lehrer hier noch arbeiten, die wir kennen? Ja, ich gehe mal davon aus, fast alle, weil unsere Lehrerschaft relativ jung noch ist. Und man muss ja arbeiten bis 65 oder 66 Jahre. Und die meisten unserer Kolleginnen hier an der Schule sind davon weit entfernt noch. Also ihr werdet auch in 20 Jahren, wenn ihr dann ein Haus der Bildung besuchen werdet, um als Erwachsene noch weiterzulernen, werdet ihr möglicherweise dieselben Personen dann 20 Jahre gealtert antreffen. Okay. Wie lange noch wird es die Container als Klassenräume auf dem Schulhof geben? Tja, wenn ich in die Zukunft gucken könnte, ich befürchte noch sehr lange. Ich wünschte mir, die Stadt würde irgendwoher Geld kriegen, um ein festes Gebäude auf dem Schulgelände noch zu bauen. Aber ob das stattfinden wird, steht in den Sternen. Ich kann es nicht prognostizieren. Werden viele von uns Schülerinnen oder Schüler begeistert vom Internet sein? Ihr seid doch jetzt schon begeistert vom Internet. Natürlich wird der Trend fortgehen und je mehr Möglichkeiten das Internet bietet, umso spannender wird das Ganze. Und ich glaube, was eure große Herausforderung sein wird, ist, dass ihr euch wirklich mit solchen, ja, Programmen wie ChatGPT, also künstliche Intelligenz, auseinandersetzen müsst und dass ihr lernen müsst, Dinge, die gefaked sind und die einfach nicht stimmen, dass ihr lernt, diese Sachen zu erkennen, damit ihr ja die Realität nicht verliert, die man unbedingt braucht. Okay. Wird es in der Schule der Zukunft neue Gebäude für uns geben? Es wäre sehr schön, wenn es so wäre. Allerdings, ich habe die Frage schon mal bei ähnlichen Fragestellungen beantwortet. Es ist so, dass die Stadt Trier sehr arm ist, sehr viele Schulden hat und deshalb wenig Geld hat, um das in Schulgebäude zu investieren. Insofern, wenn nicht irgendwoher ein Geldsegen kommt, gehe ich leider davon aus, dass die Container auf dem Schulhof bleiben und dass wir mit der Situation, mit der wir jetzt leben, weiterleben müssen.
Wird die Schule mehr mit dem Internet arbeiten? Ich denke auf jeden Fall. Wir haben ja in der Zeit von Corona schon mitgekriegt, dass es sehr viele sinnvolle Programme und auch Medien im Internet gibt, mit denen man lernen kann. Und da wir Lehrer eben das auch mitbekommen haben und wir in den Corona-Zeiten auch dazugelernt haben, gehe ich davon aus, dass das immer mehr genutzt wird und stärker genutzt wird. Und die Entwicklung im Internet schreitet ständig voran. Ich selbst habe als Lehrer schon oft irgendwelche Lernvideos genutzt und gezeigt, wo ich manchmal denke, besser hätte ich es selber auch nicht live erklären können. Also insofern gehe ich davon aus, dass die Nutzung vom Internet für euch eine immer größere Bedeutung gewinnt. Okay. Wird es eine Handystunde geben, in der alle Schülerinnen und Schüler mit ihren Handys spielen können? Also eine offizielle Handystunde? Also eine Handystunde kann ich mir schon vorstellen. Ob es so kommen wird, dass ihr da einfach nur zockt, glaube ich nicht. Weil Schule ist einfach zum Lernen da. Sofern das Lernprogramme sind, Lern-Apps wahrscheinlich schon. Also ich denke zum Beispiel, wir machen jetzt Französischunterricht. Es gibt hervorragende Lernprogramme im Internet, zum Beispiel Duolingo, wo man sehr viel und sehr gut lernen kann. Und warum sollte es dann keine Handy-Lernstunden geben? Allerdings bezieht sich das dann auf Lernspiele und nicht auf Spaßspiele. Okay. Wird es mehr oder weniger Regeln in der Schule der Zukunft geben? Ich glaube, es wird dieselben Regeln geben, die wir jetzt auch schon haben. Vielleicht ergänzt durch Regeln, die entstehen müssen, weil digitale Medien irgendwie immer mehr Eingang in die Schule finden und die dann andere Regeln fordern. Also wenn ich mir überlege, dass es jetzt möglich ist, dass man Aufsätze durch Apps im Internet schreiben lassen kann, also durch künstliche Intelligenz, wird es mit Sicherheit Regeln geben, die das verbieten, um einfach auch Leistungen noch beurteilen zu können. Okay, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Interview und ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Ja, vielen Dank, dass ihr mich interviewt habt. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.